Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar 2014 kommen tausende Jugendliche aus ganz Europa und darüber hinaus in Straßburg zum 36. Europäischen Jugendtreffen zusammen. Es wird vorbereitet von der Community von Terzi. Alors ma réaction quand j'ai appris que la rencontre serait à Strasbourg, j'étais très heureux parce que j'habite cette ville, donc du coup, étant donné que j'ai jamais été à une rencontre européenne en fait de Taizé, ça m'a fait énormément plaisir parce que je m'étais toujours demandé quand est-ce que j'aurais l'occasion en fait de venir à la rencontre européenne de Taizé. Je me suis dit, ça y est, quelque chose qu'on a l'habitude de vivre à Taizé ou dans d'autres villes, vient chez nous et puis on va pouvoir le faire découvrir aux gens autour de nous en fait. Ich habe mich sehr gefreut, dass es das nächste europäische Jugendtreffen in Straßburg ist, weil es halt sehr bei mir in der Nähe halt ist. Und ich habe halt vorher immer wieder gedacht an Silvester, ich würde gern mal da hingehen, aber es war halt immer weiter weg in Rom oder in Berlin. Und als ich dann erfahren habe, dass es in Straßburg ist, habe ich gedacht, wow, da gehe ich auf jeden Fall hin und nehme noch ein paar Freunde von meiner Uni halt mit und total toll. Alors voici, on est donc ici chez nous, on a... bon, pas beaucoup de place, mais on a quand même trois endroits pour faire dormir des gens. Donc il y a, venez vous voir, je vais vous montrer. Donc il y a de la place ici pour donc une personne dans le bureau. On peut mettre un matelas par terre. Voilà, donc ça fait une personne. Ça fait une personne. La deuxième, ça va être sur le canapé, juste là. Voilà, ici, et puis... Et même à côté, et même à côté encore, pourquoi pas. Oui, bah oui. Et puis, voilà. La troisième, donc ce sera dans le bureau. On peut aussi vous... Ouais. Même deux personnes aussi. Deux personnes. Voilà. Hein, donc on pourra mettre encore... un clic-clac, clic-clac. On pourra tirer le matelas, là, et puis avoir deux personnes, pourquoi pas un couple aussi. Voilà, donc on a de la place pour accueillir du monde. 5 à 6 personnes, voilà. Voilà. Als ich gehört habe, dass das Treffen in der Ortenau und in Straßburg stattfinden soll, habe ich gedacht, wow, gut, dass sowas auch mal bei uns in der Nähe stattfindet, weil ich wohne ja auch in der Ortenau. Wo Deutschland und Frankreich so nah aneinander liegen, finde ich, hat es auch noch so eine Symbolkraft irgendwie, dass da jetzt so ein Treffen stattfindet. Und das fand ich eigentlich echt gut. Das Treffen in Straßburg ist eine neue Etappe des Pilgerwegs des Vertrauens auf der Erde. Begonnen hat dieser Pilgerweg fernab der großen Metropolen in dem winzigen burgundischen Dorf Terzé. Seit über 50 Jahren treffen sich hier Jugendliche aus der ganzen Welt. Unweit der Bruchsteinmauern eines alten Dorfes entsteht jedes Jahr eine Zeltstadt, deren Bewohner wöchentlich wechseln. Alors ce qui m'a surpris la première fois que je suis venu à Taizé, j'avais 17 ans, donc j'étais tout jeune adolescent et j'étais très très fermé dans mon esprit à cette période-là de ma vie. Et ce qui m'a choqué, c'était la diversité en fait, des gens qu'on pouvait trouver à Taizé et tout cela rassemblé pour la même chose. Ce qui m'a frappé, c'est un espèce d'élan de vie, de joie en permanence, tous ces jeunes qui sont là avec le sourire. Et qui vont les uns vers les autres très facilement. Die Überraschung ist einfach, dass es alles so, es ist so anders als andere Orte, die man kennt. Alles, was sonst irgendwie mit Glaube zu tun hat, das macht es eigentlich aus und ist das Besondere. Frère Roger, der Gründer der Communauté, ließ sich 1940 in Terzé nieder. Heute gehören 100 katholische und evangelische Brüder aus über 25 Ländern zur Communauté. Frère Roger wurde am 16. August 2005 während des Abendgebets ermordet. Am Tag seines Todes hatte er seinen Brüdern noch Worte gesagt, die den langen Weg von Terzé beschreiben. Er sprach von einer immer größeren Offenheit und Weite. Resurrectione tua Christe,
Wege des Vertrauens bahnen. Darum bemüht sich die Communauté von Taizé mit den europäischen Jugendtreffen, zu denen seit über 35 Jahren jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr Zehntausende Jugendliche aus ganz Europa in einer Metropole ihres Kontinents zusammenkommen. Am Ende des Jahres findet dieses europäische Jugendtreffen zum ersten Mal in Straßburg statt. Die jungen Teilnehmer werden im ganzen Straßburger Umland beiderseits des Rheins, im Elsass und in der Ortenau aufgenommen. Seit September sind Brüder von Taizé, Schwestern von St. André und ein internationales Team junger Freiwilliger in der ganzen Region unterwegs und besuchen die Kirchengemeinden der verschiedenen Konfessionen. Es geht darum, in jedem Stadtteil und in jedem Dorf eine kleine Vorbereitungsgruppe zu bilden. So nimmt die ganze Rheinebene zwischen Schwarzwald und Vogesen am Empfang der Jugendlichen teil. Die Brüder laden jeden Sonntagabend um 20 Uhr zu einem gemeinsamen Abendgebet in die Kirche Saint-Pierre-le-Vieux am Straßburger Hauptbahnhof ein. Amici Taizé. 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 Non risponde. No, no, ha detto chi è. A che piano è? Ah, ma forse è italiano. Eh sì, perché ha detto chi è? Ja, kommst du rein? Okay. Gäste aufzunehmen oder selbst Gast zu sein, ist stets ein Schritt ins Unbekannte. Aber auch ohne gemeinsame Sprache kann man sich immer irgendwie verständigen. Zumindest fast immer. Ciao. Ciao Maria. Ciao, io sono Laila. Ciao. 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 Questa è la mamma. Lei mamma? Ja. Di loro due? Ja, ja, ja. Onkel? Ja, genau, ja. Genau. Okay. Ich bin nicht der Onkel. Ich bin der Großvater. Ah, il padre. Il nonno. Il nonno. Opa. Maria. Ah, il marito. Opa. Brava. Die Vormittage des Treffens verbringen die Teilnehmer in den Gastgemeinden. Nach dem Morgengebet in der Kirche werden kleine Gesprächsgruppen gebildet, in denen jeder über seine persönlichen Erfahrungen sprechen kann, auch über Erfahrungen mit dem Evangelium. Durch diese Begegnungen entsteht ein Austausch von Gaben, der auf ganz unspektakuläre Weise dazu beiträgt, dass Europa immer tiefer zusammenwächst. Am Ende des Vormittags fahren alle Teilnehmer nach Straßburg. Zum Mittagessen, zu den Thementreffen am Nachmittag und den beiden täglichen gemeinsamen Gebeten. Neben dem Straßburger Münster und der Pauluskirche lebt auch das Messegelände, dessen Hallen zu diesem Anlass zu provisorischen Kirchen umgestaltet werden, 4 Tage lang im Rhythmus der Gebete von Taizé. Sie werden Treffpunkt für Elsässer und Ortenauer sowie für Tausende von Jugendlichen, die sich entschlossen haben, auf einem Pilgerweg des Vertrauens ins neue Jahr zu gehen.